Would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same if I saw you in heaven? I must be strong. Would you hold my hand if I saw you in heaven? Would you help me stand if I saw you in heaven? I'll find my way. Can bend your knees. Time can break your heart. Have you beg and please, beg and please. Beyond the door, there's peace, I'm sure. Would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same if I saw you in heaven? I must be strong. Ganz herzlich willkommen zum Moment mal, dem Internetimpuls aus der Augustinerkirche. Wie so oft in den letzten Wochen nicht aus der Augustinerkirche, sondern dieses Mal aus Germershausen, einem kleinen Dorf in Südniedersachsen. Den Grund dafür, dass dieser Impuls hier entsteht, seht ihr hinter mir. Es ist das Augustinerkloster in Germershausen, das morgen an seinen neuen Besitzer, die Diözese Hildesheim, relativ schmucklos übergeben wird. Die Augustiner waren hier über 100 Jahre vertreten. Ich stamme aus Germershausen und wäre wahrscheinlich nie auf die Idee gekommen, Augustiner zu werden, wenn ich das Klosterleben, so wie es hier betrieben wurde, nicht hätte kennengelernt. In der Vergangenheit kamen viele Augustiner von hier. Lange gab es eine sogenannte Klosterschule, die aber in den 70er Jahren in ein Bildungshaus der Diözese umgebaut wurde. Für mich persönlich bedeutet Germershausen zunächst einmal mein Heimatort. Aber auch das Germershäuser Kloster hatte für uns Augustiner eine wichtige Bedeutung.
In den 90er Jahren war es eine feste Größe in der Provinz und Provinzpolitik. Besetzt mit interessanten Menschen wie Pater Ulrich. Mitte der 90er Jahre entstand ein neues Gebäude, ein moderner Bau. Ein Grund hierfür war, dass das Noviziat herzog. Für das Dorf hatte das Kloster immer etwas Fremdes, obwohl die Mitglieder in der Gemeindeseelsorge arbeiteten. Zunächst hier in Germershausen, später dann auch in anderen Dörfern. Aber es hatte auch immer etwas Faszinierendes. In einer dörflichen Welt, in der doch so vieles festzustehen schien, brachten die Augustiner, die ich hier erlebte, Weite und Offenheit. Etwas, das mich an diesem Orden so angesprochen hat, dass ich schließlich auch dazugehören wollte. Mit der Übergabe an die Diözese endet für uns Augustiner die Geschichte hier in Germershausen. Es ist ein merklicher Einschnitt. Ein weiterer Einschnitt, wie wir sie in letzter Zeit so oft erleben. Schaut ihr euch gerne YouTube-Videos an? Ich mache das gerne. Vor allem, wenn es um Videos, um Technik, Software, Mediengedöns geht. Oft ist darin vom Game Changer, dem nächsten großen Ding zu hören. Schlagworte des Marketings, die durch charismatische Influencer in die Welt hinausgetragen werden. Wenn auch diese Game Changer nicht immer wirklich welche sind, leben wir in einer Zeit der permanenten Veränderung. In einer Welt, die so grundsätzlich anders ist als noch vor 200 Jahren. Neben vielen kleinen, graduellen Veränderungen gibt es große, einschneidende, nach denen nichts mehr so zu sein scheint, wie es vorher war. Der Soziologe Niklas Luhmann spricht von einem Unterschied, der einen Unterschied macht. Corona war solch ein Unterschied. Nicht nur, dass die Krankheit viele Leben gekostet hat. Sie hat etwas Realität werden lassen, das wir so nur aus dem Kino kannten. Die Gefahr einer weltweiten Epidemie, die das öffentliche Leben zum Stillstand bringt und die Menschheit in ihrer Existenz gefährdet. Gut, so schlimm ist es dann zum Glück nachher nicht gekommen. Aber Millionen von Menschen sind an ihr weltweit gestorben. Die moderne Medizin hat in Rekordzeit Impfstoffe produziert. Eine immense Leistung. Und trotzdem drängen sich Vergleiche mit der spanischen Grippe und sogar der Pest auf und rücken die Bedrohung des Lebens durch Viren in den Vordergrund. Und das in einer Gesellschaft, die eigentlich von großem medizinischen Fortschritt geprägt ist. Eine andere große Katastrophe spielt sich seit Monaten vor unseren Augen ab. Ich rede natürlich vom Krieg Russlands gegen die Ukraine. Ein Krieg, der zwar immer möglich, aber doch in seiner jetzigen Gestalt unwahrscheinlich war. Unermessliches Leid bei der Bevölkerung, Tote, Verletzte, Menschen, die Traumata davontragen. Ein völlig zerstörtes Land. Die Ukrainerinnen und Ukrainer hat es mehr als nur hart getroffen. Sie müssen ums nackte Überleben kämpfen. Kriege gibt es leider viele auf dieser Welt. Die meisten können wir aber gekonnt ausblenden, da sie weit weg von uns passieren. Beim Krieg gegen die Ukraine geht das nicht so einfach. Zu nah ist dieser Krieg und so sehr scheint unser eigenes Leben davon betroffen zu sein. Was sich schon in der lapidaren Frage nach dem Heizen im Winter stellt. Aber es geht natürlich um viel mehr. Die gesamte Weltordnung nach dem Fall der Mauer steht in Frage. Die Gefahr einer Ausweitung des Krieges auf weitere Länder in Europa steht im Raum. Vielleicht sogar eines Einsatzes atomarer Waffen. Die eh schon angespannte Versorgung der Weltbevölkerung mit Getreide und Mais verschlimmert sich durch das Taktieren Russlands. Unsere gesamte auf Mobilität und Energie angelegte Lebensweise steht in Frage, da Energie sich drastisch verteuert hat und weiter verteuern wird. Es verwundert daher nicht, dass Politiker von einer Zeitenwende sprechen. Nichts kann dies ausdrücklicher als die Rolle der Grünen in der Außenpolitik, als der Wechsel der Rolle des Erdgases im Energiemix zeigen. Lange galt es als eine Brückentechnologie, solange es günstig aus Russland bezogen werden konnte. Jetzt ist es eine Waffe für einen autokratischen Herrscher geworden. Die Bewertungen ändern sich. Politik und jeder und jede von uns müssen sich anpassen. Gefestigte Ideologien versagen, sie sind zu unflexibel und verlieren im Angesicht der Wirklichkeit ihre Plausibilität. Ich muss hier keine weiteren Beispiele geben. Ihr, Sie wissen alle, was im Moment passiert und unser Leben mit Ungewissheit füllt. Es sind viele Fragen und Herausforderungen, auf die wir so schnell keine Lösung parat haben.
sodass unser Leben wie gewohnt weitergehen könnte. Den einen fällt es leichter, mit dieser Verunsicherung umzugehen. Vielleicht, weil sie sich mit dem Wandel leichter tun. Vielleicht, weil sie mehr Ressourcen haben, die die Umstellung erleichtern. Oder vielleicht auch, weil sie so etwas schon lange erwartet haben und endlich sich freuen, Recht zu haben. Ich persönlich bin ein großer Freund des Wandels. Zumindest im Bereich der Technik. Denn jede neue Technologie, die ein Problem besser löst, finde ich faszinierend, hilfreich, toll. Aber wie viele von euch, von Ihnen, beschäftigen mich diese Veränderungen der letzten Jahre sehr. Zu viel steht auf dem Spiel. Zu sehr driftet unsere Weltgesellschaft auseinander. Der Rückfall in Zeiten des Kalten Krieges und der permanenten Konfrontation von Machtblöcken wird nicht helfen, die großen Probleme wie Klimawandel, Unterernährung und weltweite Armut zu lösen. Manchmal wird mir bei dem Nachdenken über diese Probleme schwindelig und ich fühle mich recht klein und hilflos. Wie geht es euch Ihnen hiermit? Was hilft euch, die Füße auf den Boden zu lassen? Bei mir sind es meine eigene Normalität, die Arbeiten, die ich immer mache, das Zusammensein mit lieben Menschen, dem darüber nachdenken, was ich persönlich zur Lösung beitragen kann, auch wenn das nur ein äußerst geringer Teil sein wird. Und mir hilft es, einfach in unserer Kirche zu sitzen, still und in Zwiesprache mit Gott diese Fragen durchzugehen. Verwertbare Antworten und Handlungstipps bekomme ich da leider keine. Das wäre ja auch zu schön. Aber oft wird es dann ruhig um mich und ich werde gelassener, sodass ich überlegter handeln kann. Ich wünsche euch und Ihnen schöne Sommertage. Die nächsten Monate werden für uns sicherlich turbulent werden und manches wird ungewiss. Aber ich wünsche euch, dass ihr euren Fähigkeiten vertrauen könnt, mit dem Wandel umzugehen. Und vielleicht findet ihr auch so einen stillen Platz, der euch hilft, die Ruhe wiederzufinden, wenn sich alles in Trubel aufzulösen droht. Thank you.
Thank you.